Fluggesellschaften und ihr Auftritt im Internet oder auf ihren Social-Media-Plattformen oder auf fremden Social-Media-Plattformen, das ist so ein Thema, das spätestens durch die United Airlines-Vorfälle bei jeder noch so kleinen Fluggesellschaft überall auf der Welt angekommen sein sollte. Die Wirkung, die ein ordentlicher und sympathischer Internetauftritt haben kann, genauso aber auch die Wirkung, die ein verhunzter Internetauftritt haben kann, ist extrem gewaltig. Man kann sich darüber streiten, was gerade durch eine Fluggesellschaft alles so im Internet geteilt werden muss und was jeder mitbekommen muss und was eben nicht. Aber wenn die Fluggesellschaft an sich einen Fehler gemacht hat oder vielleicht auch nur eine einzelne Person aus der jeweiligen Fluggesellschaft einen Fehler gemacht hat und der im Internet auftaucht, dann ist der da sehr schwer wieder wegzubekommen. Und dann kommt es darauf an, wie die Fluggesellschaft mit der Situation umgehen kann. Und ich denke mal, wir müssen uns nicht darüber streiten, dass es so manche Fluggesellschaft gibt, die das besser hinbekommt als eine andere Fluggesellschaft. Und Cathay Pacific aus Hongkong ist hier wahrscheinlich ein ziemlich gutes Beispiel. Und die Geschichte dazu, die schauen wir uns heute mal etwas genauer an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr erinnert euch bestimmt alle noch daran. Das ist noch gar nicht so lange her. Da wurde im Internet ein Bild veröffentlicht von einer Cathay Pacific Boeing 777 und darauf stand der Name der Fluggesellschaft mit einem ziemlich miesen Rechtschreibfehler. Zu einem solchen Ereignis kommt es wohl eher selten und das ist in diesem Fall auch richtig doof gelaufen. Aber gut, es dauert heutzutage natürlich nicht lange und dann wird man die ersten Bilder davon im Internet finden und dann droht es ja quasi schon so richtig peinlich zu werden. Und was macht man da als Fluggesellschaft? Ganz klar, man beeilt sich verdammt nochmal und versucht mit zu den Ersten zu gehören, die das Bild im Internet teilen und hochladen. Und genauso ist es dann auch passiert. Es hat nicht lange gedauert und dann hat die Fluggesellschaft selbst das größte und hochauflösendste Bild von diesem miesen Rechtschreibfehler auf Twitter hochgeladen. Dazu ein lustiger Spruch und schon haben alle wie geplant darüber gelacht. Und das selbstverständlich mit einem ziemlich angenehmen Nebeneffekt, denn Cathay Pacific als riesiges Unternehmen wurde eben nicht ausgelacht, sondern es wurde mit dem Unternehmen gelacht, beziehungsweise das Unternehmen konnte mit den Leuten lachen, die sich das dann im Internet zuhauf angeguckt haben. Tja, und dann sammelte Cathay Pacific an diesem Tag damit eine ganze Menge Sympathiepunkte, denn sowas gefällt den Leuten. Gewusst wie, aber versteht mich da bitte nicht falsch, es gibt natürlich einen gravierenden Unterschied zwischen einem Fehler, der hier an dieser Stelle Cathay Pacific bzw. dem Unternehmen unterlaufen ist, die das Flugzeug da lackiert haben, und einem sicherheitsrelevanten Fehler. Also, wenn die Fluggesellschaft jetzt Bilder von abgeschnittenen Sauerstoffmasken oder flackernden Bildschirmen im Cockpit während des Fluges posten würde und dazu dann vielleicht noch einen lustigen Spruch dazu schreibt, so nach dem Motto, das Flugzeug müsste mal wieder in die Werkstatt, das funktioniert selbstverständlich nicht und das würde auch entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen und das auch absolut zu Recht. Und auch bei den United Airlines Vorfällen hätte das wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, wenn man einfach ein bisschen Selbstironie und ein paar lustige Sprüche an den falschen Stellen eingebracht hätte. Das hätte wohl alles nur noch deutlich schlimmer gemacht. Und auch bei Volkswagen kann man nicht davon ausgehen, dass alle mitgelacht hätten, wenn man einfach ein paar Selfies von lustigen Mitarbeitern am Prüfstand gepostet hätte, die sich gerade über ihre einwandfrei laufende Abschalteinrichtung freuen. Aber gut, darum geht es auch gar nicht, das ist nicht der springende Punkt, sondern es geht um das Prinzip. Sich als so großes Unternehmen einzugestehen, dass eben nicht immer alles perfekt laufen muss bzw. perfekt laufen kann, dann die Macht von Social Media erkennen und für sich nutzen, bevor es peinlich wird und dann den Spieß im richtigen Moment umdrehen und Sympathiepunkte sammeln. Das so vernünftig hinzubekommen, ist sicherlich gar nicht so einfach, aber dass die das können, hat die Fluggesellschaft aus Hongkong mit knapp 150 Flugzeugen in der Flotte, die damit ja auch echt nicht zu den kleinen Fluggesellschaften des Planeten gehört, das haben die echt bewiesen. Und jetzt gerade erst vor wenigen Tagen zum Jahreswechsel musste das die Fluggesellschaft nochmal auf eine eindrucksvolle Art und Weise beweisen, denn es gab bei Cathay Pacific zu dieser Zeit einen ziemlich besonderen Rabatt. Die ersten, die das rausgefunden haben, waren Blogger, die das dann auf ihren Seiten immer weiter verbreitet haben und die Nachricht verbreitete sich dann wirklich schnell im Internet, wie das meist so ist, und die Rede war von ziemlich guten Angeboten, die man auf der Internetseite oder auch bei Fremdanbietern kaufen konnte, für Flüge von Cathay Pacific. Zuerst ging es noch um spezielle Angebote für den August und den September 2019, aber dann hat man recht schnell herausgefunden, dass dieser spezielle Rabatt gar nicht unbedingt auf einen Zeitraum beschränkt war und man eigentlich die Termine für seine Flüge frei wählen konnte. Und der Rabatt war von Anfang an so massiv, dass sich viele schnell fragten, ob es da überhaupt mit rechten Dingen zugeht. Aber es war die offizielle Internetseite der Fluggesellschaft. Es sah alles aus wie immer, nur halt eben in sehr, sehr günstig. Also wieso nicht? Und schon kurz nachdem die Blogger über ihre Internetseiten bzw. dann auch vereinzelte Personen über Twitter mitgeteilt haben, dass es sehr, sehr günstige Flugangebote bei Cathay Pacific zum aktuellen Zeitpunkt gibt, haben auch Dutzende Leute Bilder davon geteilt, wie sie gerade bei Cathay Pacific wahnsinnig günstige Flüge erworben haben. Der Rabatt oder die Sale-Aktion hat also richtig gut funktioniert. Etwas Ungewöhnliches daran nur, dass die Fluggesellschaft erst nach den Kunden realisiert hat,
welche spezielle Rabattaktion hier gerade im Internet läuft. Und da war es dann auch schon zu spät. Cathay Pacific verkaufte in diesen wenigen Stunden, wo diese Rabattaktion lief, die eigentlich ja gar keine Rabattaktion war, aber dazu später mehr, verkaufte sie hunderte First- und Business-Class-Tickets. Wie viele es genau sind, das weiß man leider nicht, das hat die Fluggesellschaft nicht veröffentlicht, aber allein durch den Fakt, dass man wahnsinnig viele Kommentare dazu im Internet gefunden hat und sogar hier unter den YouTube-Videos haben sich einige von euch gemeldet, die einige wirklich günstige Flüge bei Cathay Pacific bekommen haben. Und deswegen muss man schon mal davon ausgehen, dass hier tatsächlich die ein oder andere Buchung getätigt wurde. Im Internet wurden dann verschiedenste Preisbeispiele für diesen besonderen Rabatt geteilt, alles mit Screenshot als Beweis. Und da ging es um Flüge aus Vietnam beginnend, Flüge, die einen dann über Hongkong zum Beispiel nach New York in die USA gebracht haben oder nach Vancouver, nach Kanada. Und da gab es dann zum Beispiel Angebote für Flüge in der First Class von Hanoi aus über Hongkong nach New York und das für 700 Euro. Das sind Flüge, die normalerweise knapp 7000 Euro kosten und das entspricht somit einem Rabatt von knapp 90%. Und das ist von der Fluggesellschaft dann ja doch schon mal ein recht freundlicher Preisnachlass. Andere Internetseiten bzw. andere Einzelpersonen auf Twitter oder so berichteten dann noch von größeren Preisnachlässen, von noch größeren Differenzen zwischen dem aktuellen Ticketpreis und dem, was das Ticket normalerweise kostet. Und so ging dann die ganze Geschichte innerhalb von wenigen Stunden viral und die Leute kauften wahrscheinlich ohne Ende Tickets für wahnsinnig wenig Geld. Aber gut, wenn man hier aus Deutschland so ein Ticket haben möchte, dann muss man sich vielleicht kurz mal ernsthaft die Frage stellen, ob es sich denn lohnt, jetzt nochmal irgendwie nach Hanoi zu fliegen, um dann günstig in der First Class über Hongkong in die USA zu kommen. Aber so wie ich euch kenne, würde ich euch die Frage stellen, dann würde die Antwort wahrscheinlich lauten, ja, natürlich lohnt sich das. Jetzt hatte ich aber eben schon angedeutet, dass die Fluggesellschaft tatsächlich erst nach ihren Kunden von ihrer tollen Rabattaktion erfahren hat und sowas ist meist schlecht, denn da geht es ja dann um bares Geld. Überlegt mal, man verkauft alle Premium-Tickets in der First- und Business-Class für nur noch 10% des eigentlichen Preises. Da geht es dann je nachdem, wie lange diese Panne dauert, denn das war ein Fehler, der wahrscheinlich auf einen Softwarefehler zurückzuführen ist. Je nachdem, wie lange diese Panne dauert, geht es da auch um wahnsinnig viel bares Geld. Und deswegen kann man wohl davon ausgehen, dass die da in der Firmenzentrale in Hongkong schnell ganz schön ins Schwitzen gekommen sind und dann auch schnell dafür gesorgt haben, dass dieser Fehler wieder aus dem System rauskommt. Und so waren dann diese speziellen Angebote bei der Fluggesellschaft nicht einmal 24 Stunden verfügbar, also die waren nicht mal einen ganzen Tag online. Aber gut, wenn ihr so die Videos von Global Traveler TV schaut, also von Stefan und Dominik, dann fragt ihr euch wahrscheinlich häufiger mal, wie die es hinbekommen, so oft immer First oder Business Class zu fliegen. Die beiden haben dann natürlich mittlerweile eine extrem ausgeklügelte Taktik, wie die das für sich am besten und am effizientesten hinbekommen. Das haben sie auch schon in mehreren Videos jetzt ganz genau und detailliert auf ihrem Kanal erklärt. Durch den Fehler von Cathay Pacific hätte man an dieser Stelle dann aber wahrscheinlich doch nochmal richtig unkompliziert und vor allem für wahnsinnig wenig Geld an ein First-Class-Ticket kommen können. Aber gut, ich habe dann rausgefunden, dass solche Fehler gar nicht unüblich sind, zwar selten vorkommen, aber es gibt sie immer mal wieder und das bezeichnet man dann als Error Fare. So etwas kommt immer mal wieder vor, bleibt natürlich nur ganz kurz, weil die Fluggesellschaften selbstverständlich sehr scharf drauf sind, dass diese Angebote so schnell wie möglich, also diese Fehler, so schnell wie möglich wieder aus dem System rauskommen und am besten bekommt niemand davon was mit. Aber wenn man nach solchen Fehlern sucht und dann auch welche findet, dann winkt meist ein ziemlich interessantes Flugerlebnis in der First oder Business Class bei bestimmten Fluggesellschaften für wahnsinnig wenig Geld. Mit einem klitzekleinen Problem. Denn man muss richtig ordentlich viel Glück haben. Gerade bei First Class Error Fares ist es wohl so, dass die Fluggesellschaften so schnell wie möglich das Ganze wieder zurücknehmen und dann auch Buchungen stornieren dürfen. Heißt, sie können euch die Tickets quasi wieder wegnehmen. Und deswegen glaube ich nicht so ganz, dass die Jungs von Global Traveler TV mit Hilfe solcher Angebote an ihre First- und Business-Class-Tickets kommen. Die sind mit ihrer Taktik da wahrscheinlich deutlich sicherer unterwegs. Aber man kann es ja mal probieren. Und im Falle der Cathay Pacific, siehe da, hat man auch tatsächlich Glück. Denn die Fluggesellschaft hat angekündigt, auch tatsächlich alle Tickets, die zu diesem Zeitpunkt, die in diesem Zeitraum verkauft wurden, für entsprechend wenig Geld, die auch alle anzuerkennen. Das heißt, die Leute können tatsächlich zu den entsprechenden Konditionen First oder Business Class bei der Fluggesellschaft fliegen. Und somit hat es die Fluggesellschaft aus Hongkong auch tatsächlich wieder geschafft, das Ganze über Social Media oder über das Internet generell so für sich zu drehen, dass jetzt alle drüber lachen können und dass die Fluggesellschaft sich wieder wahnsinnig wichtige Sympathiepunkte bei ihren Kunden sammeln konnte. Nichtsdestotrotz war dieser Fehler sicherlich nochmal eine ganze Ecke schwerwiegender als der fehlende Buchstabe im Airline-Namen in der Flugzeuglackierung. Aber gut, das ist dann halt so, dafür hat man sich einen sogenannten Shitstorm über Social Media auf jeden Fall ersparen können.
Tja, was ich gar nicht so wusste, für diese sogenannten Aero-Fares und diese besonderen Angebote gibt es ganze Blogs und Internetseiten, die sich nur damit beschäftigen. Auch im deutschsprachigen Raum scheint das schon ziemlich verbreitet zu sein, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat. Und das sind dann einfach Internetseiten, auf denen man sich ganz einfach anmelden kann mit seiner E-Mail-Adresse und dann bekommt man eben über E-Mail, per Newsletter bzw. auf sein Handy als Push-Benachrichtigung immer eine Mitteilung, wenn man solche Angebote irgendwo gefunden hat und die dann eventuell für sich nutzen kann. Aber bei diesen Internetseiten steht dann auch immer schon direkt dabei, dass man davon ausgehen kann, gerade bei First-Class-Flügen, bei günstigen First-Class-Tickets, die eindeutig durch einen Systemfehler entstanden sind, also durch einen Fehler, wie es jetzt hier bei Cathay Pacific der Fall war, da kann man davon ausgehen, dass die kurz darauf wieder von der Fluggesellschaft storniert werden. Gerade erst im Juni 2018 gab es bei British Airways einen ähnlichen Vorfall, denn da verkaufte man übers Internet auch durch einen Fehler wahnsinnig viele Tickets für wahnsinnig wenig Geld. Und zwar ging es da um Flüge nach Tel Aviv. Und die Leute, die das gebucht haben, enttäuschte Kunden dann danach, die haben berichtet, dass der Preisunterschied nicht so groß war, sodass man das Ganze direkt als Fehler erkennen konnte, sondern sie dachten sich, Mensch, das ist doch mal ein ziemlich gutes Angebot. Also kauften sie die Flüge und British Airways betitelte das dann wenige Stunden später als sogenannten Error Fare und stornierte alle Buchungen wieder. Das ist dann auch ihr gutes Recht, aber damit heimste man sich halt eben so einen Shitstorm ein und es gab eine große Welle an verärgerten Kunden. Das hat Cathay Pacific an dieser Stelle also sehr viel besser gelöst und jetzt bin ich mal wirklich gespannt, welchen Flug ihr euch da gekauft habt, welchen Flug ihr da ergattern konntet und wo es dann für euch wahrscheinlich schon in naher Zukunft in einer Cathay Pacific First oder Business Class hingeht. Also schreibt gerne mal ein bisschen was in die Kommentare, ich freue mich drauf und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.